Herzlich willkommen zu The Witcher Blood and Wine mit dem ollen Geralt. Ja, ich bin schon mal ein bisschen vorausgereist. Ich bin nicht am letzten Speicherpunkt, sondern ich habe mich schon mal übers Land, übers Wasser gemacht, weil der Weg war doch ein bisschen weiter. Da habe ich mir gedacht, ich reise schon mal voraus, dann müsst ihr euch diesen langweiligen Weg nicht antun. Und stehe jetzt hier vor einem kleinen Hügel. Ihr seht da so ein paar Ertrunkene rumrennen und wir müssen wahrscheinlich auf dem Hügel und da irgendwie einen Schatz finden. Das machen wir jetzt. Und ich sag euch gleich noch die Route, wenn wir das hier erledigt haben, die wir so nehmen werden. Und ja. Hallo? Hallo? Haust du mal ab? Wow. Wow. Das war die neue Fähigkeit. Das ist ja mega geil. Cool. Ich hau die nicht nur um oder ich friere die auch noch ein. Guck dir das mal an. Zack. Ist ja Hammer. Ja, du bist tot. Autsch. Das ist ja irre. Ich meine, du kannst die noch klassisch erschlagen, aber du kannst die eben auch einfach. Ne? Mittelsart zerlegen. Mega geil. Das ist doch mal was Feines. Das werden wir noch ein bisschen ausprobieren. Gut. Wieder eine neue Spielerei. Wo müssen wir denn hin? Ist hier was? Da was? So? Nein, da ist nichts. Ich vermute, wir werden da auf den Berg müssen. Der liegt hier, ne? Also das will ich ja nicht sagen, wie der da so liegt. Wie so eine asiatische Edel. Nun, ja, ja. Ein bewachter Schatz. Genau. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwo jetzt über irgendein Hindernis springen, über irgendeine Kante springen müssen. Weil dann habe ich die Arschkarte. Beziehungsweise muss ich erstmal wieder alles ablegen. Nö. Weiter unten? Wir sind schon wieder dran vorbeigerannt. Ist ja kein Problem. Wir sind ja fix unterwegs. Da können wir ruhig solche Umwege machen. Ja, natürlich bin ich dran vorbeigerannt. Super. Jakob, wir machen das ewige Licht für die Toten an. Und sind fertig. Kann man das Boot auch nehmen? Nein, können wir natürlich nicht. Gut, damit haben wir schon wieder ein Fragezeichen gelöst. Ja, so schnell geht das. Trotz Überladen. Überladenen, übergewichtigen Zustand. So, hier mal wieder ran. Ja. Rums die Bums. Ich glaube, wir müssen hier links runter. Um mal ganz seemännisch zu reden. Ja, da müssen wir hin. Richtung Westen. So, ach ja, der Weg. Wir werden also hierhin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Dann machen wir vielleicht den auch noch. Und dann hier zurück. Ja. Die Grotte gucken, ob da was drin ist. Oder Ruine oder was, so Höhle. Und, nee, wisst ihr was? Wenn das Boot durchhält, dann machen wir den. Und die beiden auch noch. Und die hier, ne? Und werden dann hier zum Hafen gehen. Zum Hafen fahren. Aber ich glaube, wahrscheinlich werden wir vorher an Land müssen, weil das Boot einfach nicht so lange durchhält. Ja, und die Wege zwischendurch, also solange sie noch, ich sag mal, unter 200 Schritt sind, lasse ich sie durchlaufen. Alles darüber hinaus werde ich kürzen, werde ich einfach rausschneiden, um die Folgen nicht unnötig lang zu machen. Ne? Also wir wollen ja den Spaß uns sozusagen gönnen, sprich den Kampf gegen Sirenen und was weiß ich nicht alles. So, aber nicht jetzt das Blöde durch die Gegend kutschieren, fahren. Warte mal. So. Ich mache erstmal hier die Sirenen weg. So. Haben wir noch eine? Sieht nicht so aus. Weil natürlich kann ich euch auch was erzählen und kann meckern und schimpfen über das eine oder andere oder sagen, wie toll manche Sachen sind. Ein Schwank aus meiner Jugend erzählen. Oh, besser nicht. Ich versau euch da nur. Aber
Ich muss mir ja auch noch was für die anderen Let's Plays aufbewahren. Ich kann ja nicht alles erzählen hier. Außerdem könnt ihr ja auch mal Fragen stellen, wenn ihr Sachen wissen wollt. Ne, dafür gibt es ja die Kommentare. Da kann man nicht nur reinschreiben, wie doof jemand ist, man darf auch Fragen stellen. Was war das? Oh! Das ist aber jetzt gemein gewesen, du. So, hast du jetzt davon? Darf ich jetzt wieder in mein Bötchen? So. Dann mal los. Weiter Richtung Westen. Mal Gas. Dann sollten wir eigentlich auch von den Sirenen wegkommen. Hier. Okay. Einmal hier so um die Ecke. Zur nächsten Insel. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich bin zu schnell für dich. Für euch. 10.000. Mein Gott. Wie viele Sirenen da rumrennen, ne? Rumfliegen. Wahnsinn. Ja, da sieht aus, als wäre da eine Bucht. Da ist auch eine Bucht. Geh mal zu der Bucht. Oh ja. Ah, ein bewachter Schutz. Oh. Ah. Jawollo. Das habe ich mir gedacht. Einmal zerlegt. Sehr geil. Einmal Sirenenfrikassee, bitte. So. Oh, also hier unten ist, glaube ich, nichts. Ich denke mal, wir werden da oben hoch auf den Berg müssen. Und zu dem Zweck lege ich erstmal hier ein bisschen was von meinem Übergewicht ab. Ich wollte, das wird in der Realität auch so gehen. Ziehst ein bisschen was aus und hast gleich mal eben 30 Kilo verloren. Na, das wäre ein bisschen viel, wenn ich 30 Kilo verliere, aber... Ne? Ein bisschen was geht immer. Ja. Ja. Oh, ich speichere mal eben. Na? Und da und hier hoch. Ja, ja. Hallo. Na? So. Hau ab. So. Und sie zu stören, also wirklich. Oh, ganz vorsichtig. Wusste es doch. Ich wusste es doch. Wir müssen ganz auf den Berg. Eine Satteltasche. Naja, die haben wir aber. Gut, dann ist da sonst noch was? Nö, ne? Sonst ist da nichts. Dann mal wieder runter. Autsch. Oh Mann, das war knapp. Ich mach mal schnell den. Beim Herunterrennen breche ich mir den Hals. Einmal wieder hier hoch. Und dann hier lang und da runter. Ja komm, das war jetzt nicht nichts, weil das. Da wieder hin. Hier ist unser Zeugs, ne? Ja. Ja, regenerieren wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Sonst gibt es hier nichts weiter, ne? Außer zerlegte Sirene. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal... Ah, das geht jetzt nicht. Jetzt muss ich hier rumschwimmen, um an Bord meines Schiffs zu kommen. Das ist ja wohl nicht wahr, ne? So, mal da hoch. Ist hier noch eine Sirene, die wir vorher zerlegen müssen. Ich muss aufpassen wegen meinem Boot. Das hält nicht mehr viel aus.
Das ist schon vorne ziemlich zerstört. Da muss ich echt aufpassen. So, wo müssen wir jetzt lang? Mit dieser kleinen Insel. Ja, dann rollen wir darüber, ne? Das sind fast 300 Schritt. Also, wir sehen uns gleich. Tschüss. Und da bin ich. Ja. Auf dieser kleinen Insel. Hier irgendwo auf dieser Insel soll ein Schatz sein. Den werden wir jetzt mal gucken. Ah, ein versteckter Schatz. Dann gucken wir mal, ob wir das Versteck finden. Hier hoch. Ist er das schon? Das ist er schon. Ja, dann. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch was anderes finden. Ja, wenn wir hier schon mal sind. Bitte nicht ins Wasser. Ins Wasser fallen. Ich mag diesen Power Boost. Noch eine Rune. Warte. Da oben liegt die zerlegte Sirene oder da unten. Ach, da habe ich jetzt keine Lust zu suchen. In meinem übergewichtigen Zustand ist das nicht gut. Wieder ein Fragezeichen gelöst. Wo müssen wir als nächstes hin? Es geht fix, ne? Vor allem, wenn man das nicht mitkriegt, wie ich hier durch die Gegend eiern muss. Oh, das dürfte ein bisschen länger dauern. Der Weg. Ja, 400. Alles klar. Ihr wisst Bescheid. Ich möchte euch nicht langweilen. Wir sehen uns vor dem Fragezeichen. Bis gleich. Tschüss. Und wir nähern uns dem Ziel. Einem Schmugglerversteck. Wir müssen also nur ein bisschen tauchen diesmal. Das ist doch mal schön. Kein Ärger mit Sirenen, obwohl die werden wahrscheinlich da unten rumschwimmen. Können aber auch Ertrunkene sein. Einfach nur ein bisschen tauchen, ein bisschen schwimmen. Ein paar Ertrunkene erledigen. Haben wir noch einen? Da ist noch einer. Ja. Dann einmal hier. Ja, Sack. Sag's doch ein. Ja, manches Mal nervt mich die Steuerung. Kollisionsabfrage ist doch hier und da verbesserungswürdig. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ganz interessant aus von hier unten. Ups, ich muss mal hoch. Mein Sauerstoff geht doch bedenklich zur Neige. War aber nicht so wahnsinnig geschützt, ne? Zwei Ertrunkene. Also. Das war einfach. Und dafür so ein Wahnsinnsweg. War nicht. Also wirklich. Übrigens, auf dem Weg ist nichts passiert. Ihr habt also wirklich nichts verpasst. Gar nichts. Außer, dass ich durch die Gegend geschippert bin. Also nicht so wirklich spannend. Was müssen wir jetzt? 700! Ich breche ins Essen. Alles klar. Oh, eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man doch vor Freude sich irgendwas in die Birne drehen oder so. Naja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann gleich in 387 Stunden beim Versteck oder wo auch immer wir dann sind. Bis gleich. Ciao. Ja, da sind wir wieder. Ihr seht, es ist etwas stürmischer geworden. Überall Blitz und Donner. Mein Blitze auf dem Meer ist an für sich, gerade wenn man so eine Nussschale fährt, alles andere als angenehm. Und ins Wasser sollte man dann an für sich auch nicht gehen. Aber hey, wir sind ja der Witcher.
Sonst macht das nichts. So. Ich mach mal auch noch weg. Mann! So. Noch was? Nein. Na komm. Jetzt macht diese doofe. Die scheiß Truhe da schon auf. Eieiei. Man hört es hier sogar unter Wasser donnern. Moment, ich mach mal eben den. So, schaffen wir das jetzt noch mit Schwertwahl? Trotz Schwertwahl wird es eng. Es wird verdammt, es wird mir zu eng. Hey! Da war der. Ey, gehst du jetzt mal nach oben, ey? Das ist doch nicht zu glauben! Da kann ich mich. Über so eine Scheiße kann ich mich aufregen, wirklich. Da ist dann da ein Schiffsrumpf, den du nicht siehst. Warum du fast. Aufgrund dessen du fast absäufst. Das kann es doch nicht sein, oder? Ah, und dann noch so ein wundervolles Wetter. Ja. Ach, Mann. Sollen wir in das Boot rein? Wir waren da schon mal drin in einem Boot. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg. Hierhin. Ja. Dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Boah, ich hoffe, dass das Wetter bald besser wird. Wenn wir da an Land kommen sollten, dann werde ich einfach mal eine Pause einlegen. Und hoffe, dass dann besseres Wetter ist. Ich werde dann ein paar Stunden meditieren. Weil das ist ja morgens 7:30 in Skellige. Regen, Sturm und richtig beschissenes Wetter. Aber das, aber die Frisur hält. Drei Wetter. Kennt jemand die Werbung? Die ist Asbach uralt. Wirklich Asbach uralt. Da war ich Kind. Da gab es die schon. Ah, ein versteckter Schatz. Ja, ja, schon klar. Warte. Ich glaube, ich muss hier auf das Boot. Am besten. Ja. Na? Nee, ich möchte da nicht runter. Moment. Gerade. Ja, das wollte ich. Autsch. Du hast es so gewollt. Ah, wo ist sie? Wo fliegt die denn rum? Ist die direkt über mir? Mal eben meine Sirenenstimmbänder, die stehen mir zu. Da ist noch eine. Nein. Ja, du hast es so gewollt. Nur beim Schauen, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite unter Wasser, ne? Würde ich mal vermuten. Oder was ist da? Eine Leiche? Oder ist das nur Blutmoos oder so ein Gedöns? Nee, das ist eine Leiche. Mit einem Apfel. Da sind jede Menge Leichen. Da ist noch eine. Oder? Ja, das ist auch eine Leiche.
Mit einer Puppe. Super. Da ist eine. Da ist die Kiste. Das ist wahrscheinlich die Kiste. Oder? Nein. Ah, ich glaube, wir müssen lesen. Meistens ist es ja so, wenn irgendeine Leiche was hat. Nee, das waren Blumen. Aha, das war der Schatz. Ein paar Floren. Meisterkavalleriestiefel, habe ich das richtig gelesen? Was haben wir hier noch? Eine Puppe. Eine schwarzmagische. Okay. Die scheinen hier gekentert zu sein. Und dann sind die in dem seichten Wasser ersoffen. Naja, wahrscheinlich haben die Sirenen sie dann platt gemacht. Dann würde ich mal ausgehen. Ja. Noch eine. Boah. Wir müssten, eigentlich sollten wir ja, ich meine, ne? So als echter Pfadfinder sollten wir ja ein bisschen uns an für sich die Insel hier mal ein bisschen anschauen. Denn die ist ziemlich groß. Da könnte was sein. Ich schaue mir jetzt die Insel an. Sollte ich was finden, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten machen wir dann den Abflug. So. Ganz kurz, Leute. Einmal, ne, ich bin jetzt hier oben auf der Insel. Also ganz auf dem Öl. Fast bin ich auf dem höchsten Punkt. Ich glaube, da drüben kann ich auch noch rauf. Gefunden habe ich noch nichts, aber wollte euch einmal diesen Blick zeigen. Mal ganz ehrlich, wie viele Spiele kennt ihr, wo ihr solch einen Blick habt? Solch eine Fernsicht. Und ihr wisst ganz genau, jeden Punkt, den ihr jetzt seht, ihr könnt den ansteuern. Das ist doch wohl mega geil, oder? Wahnsinn. Okay, ich renne jetzt da auf diesen höchsten Punkt. Und dann schauen wir mal, vielleicht finde ich da noch was. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Boot. So, ich bin zurück. Auf den allerhöchsten Punkt bin ich leider nicht gekommen. Auf der Insel selber ist nichts weiter. Sieht nach Regen aus. Jetzt musst du anfangen zu reden, ja? Jetzt, wo ich rede, quatschst du. Also ehrlich. Naja, aber ist immer mal wieder spannend, solche Inselchen, solche kleinen Ausflüge zu machen. Ich werde das auch weiterhin machen. Falls ihr mal dabei sein wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Ja, dann schreibe ich das. Dann werde ich das natürlich drin lassen. Ich werde das Ganze natürlich rausschneiden. Einfach, um es nicht zu langweilig werden zu lassen. Ich finde sowas hochspannend. Ah, da sofort ist der nächste Punkt. Es macht einfach Spaß. Dafür bin ich dann eben zu sehr, hups, Abenteurer. Ich habe hier noch nicht gerade alles ausgeschaltet. Ein Schmugglerversteck. Na denn. Gehen wir mal ins Wasser. Zack. Komm. Einmal da runter. Oh, ich habe gar keinen Besuch, sehe ich gerade. Keine Sirenen, keine Ertrunkenen, nichts. Einfach so runter einsammeln und tschüss. Ja, denn nehmen wir das hin, dass der Gerald sich überhaupt noch bewegen kann. Ich habe mittlerweile 245 Kilo, Pfund, was auch immer.
Oh, guck mal, Möwen. Oh, Vögelchen. So. Wir müssen nun. Hierhin. Gnadenlos. Ein Fragezeichen nach dem anderen wird hier abgearbeitet. Bah. Das ist der Wahnsinn. Oh, und ich muss schon wieder eine Unterbrechung machen. Das sind über 300 Schritt. Na dann, bis gleich. Wir nähern uns dem Fragezeichen. Oh, warte mal, ich glaube, wir sind schon fast da. Ja. Und übrigens, wer jetzt sagt, oh, der könnte das doch alles zeigen. Ich meine, ich finde, so ein Spiel, so ein Let's Play soll ja auch Appetit machen darauf, das Spiel selber zu spielen. Denn nichts ersetzt natürlich die Erfahrung, wenn man so ein Spiel selber spielt. Ne? Also ich schaue mir ja gerne auch Let's Plays an und das macht mir auch Spaß und ich kann da schön relaxen. Gibt eine ganze Reihe von YouTubern, die ich gerne schaue. Also jetzt nicht nur die Großen, jetzt wie meine beiden, muss ich schon sagen, Favoriten, den Gronkh, das weiß ja jeder, aber auch den Herr Currywurst, den ich sehr gerne sehe. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von kleineren YouTubern, die ich mir anschaue. Dr. Wolfsherz, der macht ein ziemlich geiles Let's Play zu RimWorld. Den Almorema, den schaue ich mir natürlich an, zu selten, aber ich habe einfach auch nicht die Zeit, immer reinzuschauen. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin ja zum Beispiel zu Minecraft gekommen, weil ich Minecraft bei Gronkh geguckt habe. Ich habe zum Beispiel, wie heißt das denn nochmal, Moment, ich guck mal eben nach, ich schneide das raus. Shadow Tactics heißt es. Das habe ich bei Red Sun gesehen und war da ganz begeistert von. Der gute Red Sun, der schon seit ein paar Monaten leider nichts mehr macht, finde ich sehr, sehr schade. Der hat richtig geile Let's Plays auch gemacht. Also ich schaue mir das alles ganz gerne an, aber wenn ich mir dann so ein Spiel anschaue und das richtig gut finde, dann möchte ich es auch selber spielen. Ja, ich gucke da trotzdem das Let's Play, keine Frage, aber selber spielen ist einfach besser. Ja, deswegen, jeder, der sagt, boah, ist schon ziemlich geil hier so, was der Alien da macht, ja, danke, freut mich, ja, aber ich kann nur sagen, kauft euch das Spiel, zockt es selber, ist durch nichts zu ersetzen. Wirklich, es ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Ja. Auch wenn ich manchmal meckere und so, aber es selber zu spielen macht so viel mehr Spaß, als nur zuzugucken. Und zugucken könnt ihr ja trotzdem. Ich gucke mir ja auch andere Let's Plays an von Spielen, die ich spiele. Ich versuche mich dabei nur nicht immer zu spawnen, dass ich also schon mal... zu spoilern, weil ich möchte natürlich die Rätsel nach Möglichkeit alle selber lösen. Guck mal, ich habe hier ein Fass im Boot. Das ist ja eine unangenehme, eine sehr, sehr ungehörige Bewegung. Also, Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall kann ich euch dieses Spiel nur dringendst empfehlen. Ihr müsst es spielen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Okay. Hau ab. Ja, wir sind eh schneller. Ja. Ich werde dann mal eben 955 Schritte machen und wir sehen uns dann dort. Jo, bis denn. Tschüss. Ganz kurz, ich meine, ich bin noch auf dem Weg. Ihr seht, 461 Schritte, aber guck mal. Ein schwebender Busch. Ein schwebender Busch. Da fahren wir mal eben hin. Ich meine, dafür sind ja genau diese Folgen da. Faszinierend, oder? Wir leben in einer magischen Welt. Absolut. Ja. Der wird sogar auf der Karte angezeigt.
Das ist ja der Hammer. Seht ihr das auf der Minimap? Oder ist da was drin? Nein, der wird angezeigt. Sehr geil. Okay. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Wir sehen uns dann gleich. Bis denn. Tschüss. Ja, da sind wir. Ja, ihr seht, ich habe hier angehalten. Gerade hatten wir den fliegenden Busch und jetzt haben wir hier einfach so ein Boot. Ein Schiff. Was ist das? So eine alte Karavelle? So eine uralte? Oder so ein alter Kaufmann? Keine Ahnung. Hängen da Leichen? Ah, ist das übel. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Himmelarsch. Natürlich werden wir versuchen, an Bord zu kommen und uns da genauer umzusehen. Aber jetzt werden wir erstmal eine Runde schwimmen. Himmel. Ein Ertrunkener Level 10. Das ist ja fast schon eine Unverschämtheit, dass der sich hier hinwagt. Die können uns eigentlich angreifen. Ich glaube, die können uns noch nicht mal Schaden zufügen. Selbst wenn die wollten. Mach mal. Siehst du? Wir nehmen keinerlei Schaden. Weil wir zu stark gepanzert sind. Absolut irre. Das Einzige, was uns natürlich passieren kann, ist, dass wir ertrinken. Aber sonst kann uns eigentlich nichts passieren. Müssen wir langsam mal hoch. Level 10. Tschüss. Was? Oh, guck mal, ich bin im Boot. Im Schiff, Entschuldigung. Im Schiff. Oh, da ist noch einer. Da unten schwimmt noch einer rum. Oder? Zumindest wird einer angezeigt. Den ich nur wieder nicht sehe. Tschüss. Eigenartig. Egal. Hoch. In unser Bötchen. Na, geh doch einfach hoch. So. Immer diese Extra-Würste von Geralt, ne? Da kann man hier rein. Dran. Jetzt gucke ich mal, dass wir da auch rankommen. Ja. Na super. Das war, ey. Oh. Glaube. Na, mal gucken, ob wir hier reinkommen. Also rankommen. Ja. War zwar irgendwie komisch, aber egal. Gucken, ob hier irgendwas noch versteckt ist. Was haben sie mit denen gemacht? Haben sie die da einfach nur festgebunden und dann ja, verdursten lassen hier im Grunde? Meine Fresse. Ach, da ist noch einer. Wer denkt sich in Gottes Namen sowas aus? Wer quält Menschen so zu Tode? Warum macht man das? Das kann doch nicht wirklich befriedigend sein, Menschen so zu Tode zu quälen. Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Genau wie diese Randale Arschlöcher in Hamburg. Ja, ich bin ja ein durchaus liberaler Mensch, aber alles hat seine Grenzen. Und warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Das gibt's doch nicht. Also hin und wieder macht Geralt echt Schwierigkeiten. So. Egal. Und jetzt sind wir hier. Waren auf dem Boot, natürlich war da nichts. Es ist nur ja eine Zierde des Spiels sozusagen. Und nun sind wir hier. Oh, wo bin ich denn jetzt hier hingefahren?
Hier ist der Hafen, ne? Der Hafen von Holmstein. Himmel, Herrgott. Gut, dann werde ich jetzt hier noch hinreisen. Und dann geht's in den Hafen. Bis gleich, weil das ist ein echt weiter Weg. 1500 Schritte. Sollte was Besonderes auffallen, mache, melde ich mich wieder. Ansonsten sehen wir uns gleich am Fragezeichen. Bis dann. Tschüss. Noch 50 Schritte. Und wir sind beim Schmugglerversteck. Oh. Na super. Ich saufe ab. Naja, wir wollten ja eh zum Hafen. Da muss ich halt gleich noch zum Hafen schwimmen. Wo haben wir noch? Den noch? Da noch? Da noch? Noch was? Nö, das war's. Gut. Scheiße, jetzt müssen wir den Weg auch noch schwimmen. Ah, das... Ich bin mal gespannt, wenn ich im Hafen bin. Da wollte ich dann nämlich abbrechen. Beziehungsweise einen Break machen. Wie lange ich dann gespielt habe und wie lang die Folge tatsächlich wird. Das wird, glaube ich, wieder ein sehr krasser Unterschied. Dann alles geschnitten habe und rausgeschnitten habe, diese ganzen Längen. Dann, ja. Ist das schon recht krass, der Unterschied. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo muss ich denn lang schwimmen eigentlich? Ja, hier ist der Hafen. Ich gehe mal an den äußersten Punkt. Weil dann kann ich Plätze holen. Und ja, 255 Meter schwimmen. Für einen geübten Schwimmer kein Problem. Allerdings für einen Menschen, der fast 300 Kilo wiegt. Bei Pfund kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, oder auch meinetwegen auch 300 Pfund. Schwer beladen mit Rüstungen und dergleichen. Jede Menge Eisen am Körper. Ist das schon eine ziemliche Leistung. Muss man sagen. Und wir können kein Gas geben. Naja. Also, ich würde sagen, da das jetzt echt ein bisschen dauern wird, ne, ihr kennt das. Ich trinke mir jetzt einen Kaffee so lange, schaue mir an, wie die Küste langsam größer wird und ihr habt das große Vergnügen, das Ganze nicht mit ansehen zu müssen, sondern wir sehen uns dann am Strand. Bis dann. Tschüss. So, meine lieben Alinatoren. Wir sehen uns nicht am Strand, sondern noch im Wasser, weil da war kein Strand. Da hätte ich dann noch irgendwie über das Gebirge oder den Berg rennen müssen. Wir werden jetzt nach guter alter Schifffahrtstradition in den Hafen reinschwimmen. Eieieiei. Hier, wo der Junge versucht, ein bisschen zu angeln. Ich hoffe, dass ich da an Bord komme, an Land komme. Natürlich nicht. Warum auch? Na, hier wird es gar nicht gehen. Oh, doch, warte mal. Auf das Schiff. So, da hoch. Ja. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja, Wache des Clan Drummond. So, ja. Also, wir sind endlich an Land. Und können jetzt ein bisschen was verhökern. Das werde ich aber jetzt tatsächlich zwischen den Folgen machen, weil ich wirklich nur verkaufe. Wir wollen ja die ganzen Fragezeichen machen. Die Orte an Land erforschen. Das werde ich machen in Verbindung mit den Easter Eggs, die noch kommen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank. Ich sage euch auch noch, ich bin jetzt hier genau 53 Minuten, nehme ich jetzt gerade auf. Ich werde natürlich noch weiter aufnehmen, aber 53 Minuten für diese Folge. Mal gucken, wenn ich die geschnitten habe, wie lang die dann tatsächlich wird. Bis hierhin erstmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Vielen Dank
dass ihr eingeschaltet habt, euch das angeschaut habt. Gebt mir ein Like und ein Abo und Empfehlungen und seid immer dabei. Ich würde mich freuen, auch bei den letzten Folgen. Bis dann. Tschüss, euer Alien.